Gut, so, dann machen wir weiter. Also, Qualcomm hat ja jetzt quasi den Snapdragon X Elite vorgestellt. Es kämen dann mittlerweile immer mehr Benchmarks und sowas raus. Also es kämen jetzt immer mehr Daten zur Leistung raus. Und man muss sagen, so wie es ausschaut, hat Qualcomm da jetzt wirklich abgeliefert und Microsoft schwärmt ja mittlerweile auch vom Snapdragon Elite. Natürlich, warum auch nicht? Und es schaut so aus, als ob jetzt Apple tatsächlich im ARM-Bereich da eine Konkurrenz bekommt. Ich meine, ich sage es noch ein bisschen mit Vorsicht, aber es geht in die Richtung. Weil man liest immer mehr drüber. Ja. Und vor allem, wo anscheinend Qualcomm im Moment einen Vorteil hat, ist bei KI-Anwendungen. Weil Apple hat noch kein, ist da noch ein bisschen hinten nach. Apple hat KI-Leistung, aber hat keine Anwendungen. Das stimmt allerdings, ja. Ja, und sie haben auch, glaube ich, das Modul am Chip ist auch nicht so leistungsfähig. Die Neural Processing Unit, boah, Ja. ja. Also da soll anscheinend der neue Qualcomm mehr Ah, okay. liefern. Man ist jetzt alles noch ein bisschen wart man noch, aber es schaut wirklich so aus, dass Microsoft da jetzt wirklich ein Pendant zu der Batterie oder auch zu Apple Notebooks zusammenbekommt. Okay, ich bin immer gespannt. Also es scheint da wirklich sich was getan zu haben, weil Microsoft ist ja mittlerweile schwärmt ja davon und sagt, ja, das ist, glaube ich, das sind unsere neuen KI-Computer. Meine Frage ist natürlich noch, es weiß noch keiner, was es dann kostet, so ein Laptop mit Qualcomm-Chip. Kannst du dir eh denken, in welche Preisklasse dass das gehen wird? Ja, ich meine, ich sage jetzt so, wenn es jetzt komplett gleich teuer wie ein MacBook ist, könnte es halt wieder schwierig werden. Es wird so in den Bereich von einem, von einem Air gehen bei die Einsteigergeräte und von einem Pro, und von einem Pro bei die Pro-Geräte. Ja, ich meine, sie werden wahrscheinlich ein bisschen billiger sein müssen als Apple, weil sonst wird es schwierig werden. Wenn du das so die Aber. Preise von die Surfaces Ja, das geht nein, aber sind meistens dann doch ein bisschen billiger. es ist dann ja doch ein bisschen langsamer. Es ist jetzt die Wobei halt bei Frage, Surface zahlst du halt auch Microsoft die Brand mit. ja, aber bei. Und Qualcomm muss ja dann doch in mehrere Anbieter funktionieren. Ja. Aber vorrangig wird Microsoft jetzt einfach die Chips kaufen und verbauen. Natürlich, Microsoft hat Interesse daran. Ja. Weil das ist natürlich für Surface sein die prädestiniert. Ja, und das Surface zum Beispiel, ich schaue da gerade, das Surface 9 Pro hat natürlich ein bisschen eine seltsame Preisstruktur auch, weil du kaufst es ja mal zuerst ohne Tastatur. Ja, genau. Weil jetzt fangst du zum Beispiel an, der günstigste wäre da jetzt 999. Dann muss ich noch ein Upgrade machen, dass ich quasi 6 GB RAM habe. Okay. Dann, ja, da nehmen wir mal nichts, da brauchen wir nichts. Bist schon auf 1.100 € wahrscheinlich, oder? Ja, vor allem, das ist jetzt noch rabattiert, ist es ja auch noch. Das würde jetzt normal schon 1.639 kosten, was ich da jetzt habe. Okay, und jetzt dann mit Tastatur. Ja, die kostet dann. Ja, dann kostet die das jetzt rabattiert 1.438 und sonst 1.788. Ist halt eine der kleinsten Versionen. Mein klar, ich verstehe schon, du zahlst natürlich das Gimmick auch, dass du ein Tablet und ein Laptop hast. Muss man ja bezahlen. Wie viel Euro kommst du auf 1.500?
Yes, jetzt war er auf Ja, okay, mit 1438. einem iPad kannst du das nicht vergleichen, weil das ist noch wirklich ein vollwertiges Notebook und kein Gut, ein iPad ist, Medienkonsumgerät. Ja. ja, ist ein Medium-Konsumgerät und das ist halt wirklich, das kannst du als Laptop Ja. nehmen, also das ist okay. Okay, cool. Ja, ich bin auch mal gespannt, in welche Richtung das es da geht. Und ob nachher die Leistungsdaten, die draußen im Felde. Natürlich, das sind immer die Geschichten, es muss natürlich auch ankommen.